habe einen neuen Kühlschrank und ich habe hier ein Bedienpanel. Und in diesem Video geht es nur um das Bedienpanel und die Funktion von diesem Bedienpanel. Wir sehen hier diese Knöpfe. Wir sehen hier diese vier Knöpfe. Wir haben hier einen Verschlussriegel. Wenn man drauf drückt, wird es Licht. Aber wenn man lange drauf drückt, haben wir eine Displaysperre. Also das heißt, das geht alles nachher nichts mehr. Das heißt, wir müssen wieder auf die Displaysperre. Dann kommt auch hier das Schloss. Lange drücken. Und dann haben wir das Display wieder freigeschaltet. Wir haben hier den Ein- und Ausschalter. Den muss ich aber lange drücken, dass der Kühlschrank ausgeht. Und auch wieder lange drücken, dass der Kühlschrank wieder in Funktion ist. Auto ist Automat, Batteriebetrieb. Wir haben hier über das S, können wir die Temperatur einstellen auf 5 verschiedenen Stufen, einfach rundherum wie ein Lauflicht. Und hier haben wir den Mode. Automatisch ist automatisch. Das heißt, er funktioniert automatisch und wenn wir hier M drücken, geht er in den Eco-Modus. Die Spannung, die wir haben auf Eco-Mode, wird die Temperatur ca. 5 Grad höher gestellt. Dann läuft er nicht so viel, läuft auch weniger, braucht weniger Strom. Wenn wir hier wieder auf Auto gehen, geht es einen Moment. Und dann sehen wir, der Kompressor springt wieder an, der Kompressor zieht wieder Strom. Es geht im Moment, das ist Standard bei diesem Secop-Kompressor, der läuft auf einer niedrigen Drehzahl an. Nach einer gewissen Zeit geht dann der Strom hoch, circa auf 4 bis 5 Ampere. Das hängt aber noch von der Außentemperatur ab. Und jetzt können wir auf Eco gehen, hatten wir, auf Für gehen, das heißt Vollleistung. Der Kompressor dreht hoch, er geht auf Maximalleistung, so zieht dieser Kompressor 7 Ampere. Dieser Mode ist an sich da, wenn wir runterkühlen wollen, wenn wir viel Leistung brauchen. Wir haben hier dann den lange drücken, dann geht es auf den Sleep-Modus. Dann sehen wir hier oben auch das Zeichen ist weg. Der Kompressor wird ruhiger und die Drehzahl wird zurückgefahren vom Kompressor. Und so zieht ihr dann nur noch 2,5 bis 3 Ampere. Und diesen Sleep-Modus wieder lange drücken. Und dann sind wir wieder auf dem Maximalmodus. Ich kann hier auch Auto. Und hier wieder Sleep, Moment, Auto, und hier wieder Sleep drücken. Dann sehen wir auch hier, der Ventilator geht weg und hier geht sogar die Kühlung aus, weil wir hier jetzt auf der Minimumstufe sind, aber wir können hier nichts bedienen. Wir müssen wieder zurück in die Automatik. Jetzt haben wir eine Störung B3, das heißt Anlaufwiederholung, das ist, wenn ich jetzt hier so ein- und ausschalte und ein- und ausschalte, dann kommen Störungen B3. Das kann der Kompressor, hat Probleme gehabt beim Wiedereinschalten, aber das kommt an sich in der Regel vor, wenn man viel ein- und ausschaltet oder wenn der Motor blockiert ist. Ich bin wieder Eco auf Maximal und Automat und jetzt geht es im Moment und ich bin wieder auf Sleep-Modus, Schlafmodus und hier kann ich dann den Schlafmodus wieder aus und hier kann ich die Temperatur wieder hochstellen. Und dann geht es jetzt 68 Sekunden, bis der Kompressor wieder anläuft. Ich habe jetzt hier umgestellt, hier sehen wir die Batteriespannung. Der Kühlschrank ist auf Normalbetrieb
Und jetzt fahre ich hier mit der Spannung ein bisschen runter. Und jetzt ist der Kühlschrank ausgegangen, weil wir unter 10,5 Volt gefahren sind. Und ich habe hier eine Störung E1. Er fängt auch an zu pfeifen. Das heißt, das ist eine Störmeldung. Und sobald ich mit der Spannung wieder hochfahre, auf mindestens 12 Volt, ich bin jetzt zu hoch, weil das läuft über ein Netzgerät, habe ich diese Störung immer noch für die nächsten 68 Sekunden. Und sobald die Zeit um ist, würde er wieder von der Störung hochgehen. Oder wir können auch hier ausschalten und den Kühlschrank wieder einschalten. Und jetzt sehen wir, die Störung ist weggegangen. Ja, das war's von dieser Einstellung. Das Video zum Kühlschrank findet ihr hier oben. Und hier unten das Video vom noch ein bisschen größeren Kühlschrank, der aber das gleiche Display besitzt. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.